Also, Salamu alaikum, beste Grüße aus Ägypten und besten Dank von mir an die Organisatoren hier, dass sie mich wieder eingeladen haben, dieses Jahr zu diesen tollen Themen hier was beizutragen, unsere Erfahrungen mit Ihnen hier zu teilen, aber nicht nur in den Vorträgen. Ich muss sagen, was mich immer wieder hier überrascht, ist die tollen Kontakte, die tollen Menschen. Das macht es immer wieder für mich die Reise aus dem fernen Ägypten hierher wirklich wert. Ja, vielleicht werden Sie sich fragen, was soll nachhaltiger Umgang mit fruchtbarem Boden in der Wüste mit Cradle to Cradle zu tun haben? Und kann tatsächlich eine Frage sein. Ich würde Sie bitten, sehr gut aufzupassen bei meinem Vortrag. Ich behaupte nun mal, wenn man diesen Vortrag so ein bisschen mitverfolgt, dann könnte man Elemente der Cradle-to-Cradle-Denkschule in dem, was wir in Ägypten seit 38 Jahren tun, verwirklicht sehen. Und am Ende haben wir dann auch noch Chance, darüber zu reden und vielleicht uns darüber auszutauschen. Fangen wir an mit einer kurzen Einführung in das, was Ägypten so an Herausforderungen gerade zu meistern hat. Und wenn ich gerade sage, dann sind es die letzten 50, 60 Jahre seit der ersten Revolution in den 50er Jahren bis heute. Da ist in erster Linie, und ich werde kurz über ein paar Herausforderungen in allen vier Bereichen sprechen, also sowohl im Sozialen, im Ökologischen, im Wirtschaftlichen, als auch im Kulturellen, und nur einige rauspicken, die mir ganz besonders wichtig erscheinen. Und da ist eines, was einem ganz besonders natürlich auffällt: 18 Millionen Ägypter gab es, wie mein Vater in den 50er Jahren aus Ägypten nach Österreich zum Studium gegangen ist. Und heute sind es 90 Millionen. Also ein unglaubliches Bevölkerungswachstum, was natürlich die Infrastruktur jedes Landes sprengt, wenn man sich das vorstellt, auf 60 Jahre genommen. Aber auch das, was überall auf der Welt zu beobachten ist, diese Kluft zwischen Arm und Reich und die Slums und die reichen Viertel auf der anderen Seite, ist etwas, was zunimmt, auch in Ägypten. Und die Frage mit Menschenrechten: wie geht es mit Moslems, mit Christen, mit Frauen, mit Männern, mit Ausländern, mit Ägyptern, mit Syrern, ist auch eine große, große Herausforderung. Was für ein Verständnis hat man von Menschenrecht? Wenn man auf die Ökologie guckt, dann ist es natürlich das Abnehmen der Biodiversität Ägyptens, was einem sofort auffällt, wenn man irgendwo hinschaut. Es ist die Umweltverschmutzung überall. In dem Moment, wo man in Ägypten ankommt, bis man wieder abfliegt, ist man umgeben von Schmutz, Abfall. Es ist natürlich die Wasserfrage, die Ägypten kennen, dieses Geschenk des Nils. Ägypten lebt nun schon seit über 20 Jahren in Wasserarmut, und die nimmt jedes Jahr zu mit der steigenden Bevölkerung und dem gleichbleibenden 55 Milliarden Kubikmeter aus dem Nil. Leben wir heute bei etwa 60% der Menge des Wassers, die wir bräuchten, um uns selbst zu ernähren. Also 40% unserer Lebensmittel sind importiert. Ja, und wie sieht es mit der Wirtschaft aus? Die Wirtschaft, die die Arbeitsplätze kreieren sollte für all diese Jugendlichen, Millionen Jugendlichen, die jedes Jahr neu in den Arbeitsmarkt kommen. Da sieht man eine nicht florierende Wirtschaft, die einer Bürokratie von 5,6 Millionen Staatsangestellten gegenübersteht und nicht durchkommt. Und das veranlasst viele Jungunternehmer, überhaupt nicht in den formalen Sektor mit ihren Geschäften zu gehen, sondern im informalen Sektor zu bleiben. Aber es heißt auch, dass die Arbeitslosigkeit ständig zunimmt, speziell bei den Jugendlichen. Und es heißt, dass die Eingriffe des Staates in das Wirtschaftsleben, ob durch Monopole, Subventionen oder was auch immer, den Markt total verzerren. Und dann könnte man am Ende sagen, und das haben wir heute ja auch schon einige Male hier besprochen, dass das hier alles gründet und aus der Quelle einer Bildungskrise eigentlich herrührt. Denn wo sonst, außer aus den neuen Ideen von den aus den Schulen und Universitäten Ägyptens kommenden Jugendlichen, sollte denn eine Veränderung kommen?
Und da wir leider ein Schulsystem haben in Ägypten, das statt Potenzial zu entfalten, Potenzial verhindert. Und ich höre ab und zu, wenn ich andere treffe, das gibt es auch in anderen Ländern. Aber wir haben es zumindest nicht besser als in anderen Ländern. Wir haben das gleiche Problem. Und das führt immer und sofort und direkt, linear auch zu einer Kulturkrise. Denn all diese Menschen, wie sollen die umgehen mit Hollywood und einem ägyptischen Dorf, mit den Bildern, die sie im Fernsehen haben, im Internet, mit den Herausforderungen, die sie in ihrem eigenen Leben haben und dem, was sie über die Medien erzählt bekommen. Die Frage der Kulturkrise ist latent ständig da. Und alles das war es, was mein Vater 1977 dazu bewogen hat, einen Beitrag zu liefern für ein neues Ägypten. Und wir waren damals als Familie in Österreich. Und da hat er dann die Idee geboren, wir müssten eine Gemeinschaft in der Wüste gründen. Eine Gemeinschaft, die jedem Einzelnen ermöglicht, sein Potenzial zu entfalten, die als lernende, lebendige Gemeinschaft zusammenlebt und in der Produkte ethisch und ökologisch auf dem höchsten Niveau hergestellt werden. Super. Alle haben geklatscht, alle fanden es toll. Bis er dann angefangen hat zu erklären, wie er das machen will, nämlich durch biologisch-dynamische Landwirtschaft. Da haben ihm alle gesagt, das gibt es nicht, das hat es noch nie gegeben und das wird es nie geben. Biologisch-dynamische Landwirtschaft in der Wüste, was soll denn das? Und wir dann aber auch noch gesagt haben, und außerdem wollen wir das Ganze mit Iqtisad al-Mahabba, Wirtschaft der Liebe machen. Dann haben ihm alle gesagt, hast du es nicht bemerkt, Kommunismus ist tot, es gibt nur noch Kapitalismus. Also alle diese Ideen, vergiss. Und wie er dann auch noch gesagt hat, und übrigens die Produkte, die wir da herstellen, biologisch dynamisch in der Wüste, durch Wirtschaft der Liebe, die wollen wir in Ägypten verkaufen. Haben sie ihm gesagt, na, hast du nicht davon gehört, das Bruttosozialprodukt Ägyptens ist 1/30 von Deutschland. Und da ist der Markt damals weit unter 1%. Also an wen willst du was verkaufen in Ägypten? Naja, aber er hat nicht losgelassen und hat gesagt, und übrigens danach, wenn wir das alles gemacht haben und toll verkauft haben, den Gewinn, den müssen wir gerecht verteilen. 10% des Gewinns geht an die Mitarbeiter und deren Bildung. 10% in Innovation und 10% in Gemeinschaftsbildung. Und dann hat der letzte Verwandte oder Freund ihm gesagt, also du bist nicht nur ein Träumer, sondern du bist verrückt. Vergiss es. Und naja, seien Sie selbst mal ehrlich, wenn ich Ihnen das als Geschäftsmodell jetzt vorstelle und Ihnen sagen würde, wie viel Geld investieren Sie da rein? Wüstenurbarmachung, biologisch dynamisch, Liebe. Also ich zähle es jetzt nicht aus, aber entgegen allen Erwartungen, ich stehe ja hier, wie Sie sehen, ist das Wüstenwunder eingetreten. Und da, wo wir 1977 in der Wüste angefangen haben, da gibt es heute eine Oase mit einer riesen Vielfalt, pflanzlicher, tierischer Vielfalt, mit allen möglichen Kulturpflanzen, die man in Ägypten anbaut. Aber noch wichtiger, mit Menschen. Menschen, die zusammen leben, zusammen lernen, zusammen arbeiten. Und dann kann man natürlich fragen, ja, aber wie kann das sein? Alles das, was ich gerade am Anfang gesagt habe, erscheint es doch als unmöglich, dass das sich durchsetzen kann, jemals. Gut, ich werde versuchen, ein paar Gründe aufzuzeigen, wie es zu dem Wunder kam. Und da muss ich natürlich anfangen mit Kompost. Ohne Kompost gäbe es kein Sekem. Das ist mir klar. Uns klar. Aber Kompost ist gleichzeitig natürlich auch ein wunderbares Beispiel für den Cradle-to-Cradle-Grundsatz, dass jeder Abfall zur Nahrung wird. Nahrung von lebendigen Böden. Kompost schafft es, aus toter Wüste lebendige Böden zu machen. Kompost, das wir in Ägypten das schwarze Gold unserer Bauern nennen, schafft es, dass man 20% weniger Wasser braucht als konventionelle Nachbarn auf diesen lebendigen Böden. Kompost schafft es, dass man mit dem ewigen Versalzungsproblem in der Wüste in Ägypten viel besser umgehen kann.
dass man anbauen kann, dass man Produkte hat. Und Kompost schafft es ganz nebenbei auch noch, dass man CO2 bindet im Boden, Kohlenstoff im Boden bindet, Tonnen, bis zu drei Tonnen pro Hektar jedes Jahr. Wer das hochrechnen kann, der weiß, dass man damit eigentlich Klimawandel stoppen könnte, wenn nur die ganze Welt diese Idee übernehmen würde. Und indem man Kompost herstellt, verhindert man Ausstoß von Methan, also CO2-Emissionsverhinderung. Ein Wunder. Aber man darf nicht dabei stehen bleiben, natürlich. Natürlich ist Kompost ein guter Anfang, aber wenn man ein Wasserproblem hat in der Wüste in Ägypten, dann muss man sich trotzdem weiterfragen, was macht man mit der Bewässerung? 15-20% weniger Wasser ist zwar gut, reicht aber bei Weitem nicht aus. Das heißt, man braucht Technologien. Man braucht Sprinklerbewässerung, man braucht Tropfbewässerung, vielleicht Unterflurbewässerung. Man braucht Materialien, die man dem Boden zufügt, dass die Wasserhaltbarkeit verbessert wird. Man braucht vielleicht sogar geschlossene Kreisläufe, sodass man statt 20, 30, 40, 50% Wasser einzusparen, 90% Wasser einspart. Man muss alles Abwasser auf jeden Fall versuchen zu recyceln und zurückzubringen. Also man muss mit Wasser ständig arbeiten. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir in Sekem sind an der Frage Wasser jeden Tag. Wie wir auch an der Frage sind, wie gehen wir mit den ganzen Pflanzenschutzfragen um? Wie gehen wir mit Insekten um? Wie gehen wir mit Pilzen um? Und wir tun das ohne Gift, wir tun das mit Pheromonen, wir tun das mit Fallen, Prädatoren, Nützlingen, biologischen Pflanzenschutzmitteln. Aber nicht nur für Sekem und für das Wunder von Sekem ist das wichtig, sondern für ganz Ägypten. Denn 1991 konnten wir da unser Landwirtschaftsministerium davon überzeugen, dass man auch in Ägypten Baumwolle ohne Flugzeugspritzung von Pestiziden erfolgreich machen kann. Und wir haben dann es geschafft, dass das verboten wurde und damit auf den 3 Millionen Hektar ägyptischer landwirtschaftlicher Fläche statt 35 Millionen Kilo Pestizide ab dem nächsten Jahr nur noch 3 Millionen Kilo Pestizide eingesetzt wurden. Also 32 Millionen Kilo Pestizide weniger im Jahr durch die Idee, dass man es auch ohne Gift machen kann. Und die Energie, ich brauche es Ihnen ja nicht zu sagen, in der ganzen Wüste werden Millionen Liter an Diesel jedes Jahr, jeden Tag verheizt für Generatoren, die dann die Brunnen antreiben, um Wasser aus dem Boden zu holen. Und in Sekem versuchen wir das mit erneuerbarer Energie zu lösen. Also, alles das sind Gründe für das Wunder. Aber alles das reicht bei Weitem nicht aus. Gäbe es nicht auch eben diese Wirtschaft der Liebe in Sekem, wo man versucht, alle Partner im Wertschöpfungsstrom vom Bauern bis zum Endverbraucher einzubinden, mit transparenten Verteilen des Mehrwerts, Preisgestaltung. Hätte man nicht Partner in Europa, Partner in den ethischen Banken gefunden, die damals diese verrückte Idee finanziert hätten, dann gäbe es Sekem heute nicht. Dann wäre Sekem heute nicht der größte biologische Markt für biologische Produkte außerhalb eines Industrienation und nicht 80% unserer Produkte würden heute in Ägypten verkauft und wir wären nicht Marktführer in manchen Bereichen und würden nicht 800 Millionen Teebeutel im Jahr produzieren. Und trotzdem ist die Antwort nein, es hätte nicht gereicht. Biologisch-dynamische Landwirtschaft und Iktisad al-Mahabba hätten das Wunder nicht bewirkt, hätten wir nicht gleichzeitig ständig investiert in eine lernende, lebendige Gemeinschaft, wo jeder, ob klein oder groß, ob Frau oder Mann, ob Ägypter oder Ausländer, ernst genommen wird, gehört wird. Ob jeder im Kreis jeden Tag alle anderen wahrnimmt. Und wo jeder jeden Tag sich fragt, was mache ich heute anders? Was machen wir heute anders? Wie entwickeln wir uns weiter? Ohne das gäbe es Sekem heute nicht. Und jetzt fehlt nur noch der kulturelle Aspekt, die Investition in das Potenzial und die Potenzialentfaltung unserer Mitarbeiter und der Menschen, die um uns herum leben. Dieser Tausenden von Menschen in den 13 Dörfern um uns herum, die in unseren Schulen, in unserem Spital geschult werden, die wir versuchen, wieder an die Quellen ihrer Inspiration, ob Musik, Religion oder Wissenschaft, heranzuführen. Und
Wir sind natürlich ganz besonders froh, dass seit 2012 wir auch noch durch die Heliopolis Universität für nachhaltige Entwicklung heute über 1000 Studenten die Chance geben, nicht nur in erneuerbaren Energien oder nachhaltiger Wassermanagement oder sozialem Unternehmertum ausgebildet zu werden, sondern durch das Core-Programm auch ihr Potenzial zu entfalten. Und ich bin sicher, wir gestalten da an der Zukunft Ägyptens und an den nächsten Führern in Ägypten mit. Aber das ist angekommen. Und nicht nur 2003 der Alternative Nobelpreis, der uns natürlich sehr viel Außenaufmerksamkeit gebracht hat. Aber jedes Jahr bekommen wir Preise. Und gerade dieses Jahr haben wir den Preis Land for Life von den Vereinten Nationen, von dem Programm gegen Verwüstung bekommen, als Modell. Und dann fragen wir uns immer, naja, also alle sehen es als Modell, schon seit vielen Jahren. Warum ist es dann immer noch so klein? Und ob wir jetzt 1000 Mitarbeiter oder nicht haben, wir wollen ja, dass ganz Ägypten biologisch dynamisch arbeitet. Warum klappt das nicht? Und wenn wir dann fragen, die Politiker und die Unternehmer in Ägypten, woran liegt's, dann kommen die Antworten, die wir heute hier auch schon gehört haben. Naja, die Produkte von euch sind natürlich toll, schmecken gut, sind gesund, aber sie sind teuer. Und außerdem könnte man wahrscheinlich nicht die ganze Welt oder Ägypten damit ernähren. Weil ihr seid ja nicht so effizient wie die konventionelle Landwirtschaft. Was für ein Blödsinn. Und wir haben dann Studien gemacht in Ägypten, um zu zeigen, dass wenn man True-Cost-Accounting-Prinzipien anwendet, also wirkliches, richtiges Kostenberechnungen machen würde, dann würde man erfinden, dass die 7 wichtigsten Kulturpflanzen Ägyptens, Lebensmittelpflanzen Ägyptens, alle entweder schon oder in den nächsten 2-3 Jahren nicht nur gesünder und billiger, gesünder und besser schmecken, sondern auch billiger sind wie konventionell, wenn man sie volkswirtschaftlich richtig berechnet, wenn man nämlich die Subventionen aus Energien rausnimmt, die Subventionen vom Wasser wegnimmt, für den Kohlenstoff einen wirklichen Preis einsetzt und dabei vergisst Gesundheit oder Umwelteinflüsse, die man so schwer messen kann. Alle Produkte wären bald, sehr, sehr bald auch billiger. Und dann ist immer noch die Frage, und warum ist es dann noch nicht Mainstream? Warum ist es immer noch eine kleine Nische? Überall auf der Welt und auch in Ägypten? Naja, ich glaube, wir haben ja heute schon ein bisschen darüber geredet. Es ist eben nicht nur der Fakt, ob man eine Lösung hat oder nicht, entscheidend, sondern der Fakt, haben die Menschen das Bewusstsein, um die Lösung zu sehen, mit den Lösungen umzugehen und mit diesen Lösungen die Welt zu verändern. Haben die Menschen das Vertrauen in sich selbst, dass sie die Welt verändern können, wenn sie diese Lösungen anwenden? Wir sind überzeugt davon, dass alle anderen das auch können. Dass solche Wunder wie das hier in Sekem 2008 haben wir am Sinai angefangen auf einem Stück Wüste, was sehr freundlich für Landwirtschaft ausschaut, wenn Sie sich das so anschauen, oder? Und nur 18 Monate später mit Kompost haben wir die ersten Erdnüsse geerntet. Ist doch Realität. Das sind Bilder von dieser Farm. Das kann jeder. Kann jeder in Ägypten, kann jeder auf der Welt. Es braucht ein neues Denken. Es braucht eine Denkschule wie die von Cradle to Cradle, eine Denkschule wie die, die hier in Lüneburg gepflegt wird, in einer Universität für nachhaltige Entwicklung. Aber es braucht auch den Mut, damit anzufangen und nicht auf andere zu warten, dass sie die Welt verändern. Es braucht Mut und Aktivismus zu sagen, ich bin's, der die Welt verändert. Die Lösungen gibt's alle. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen und uns viel Glück auf diesem Pfad, Wunder zu bewirken und die Welt zu verändern. Dankeschön. Bitte. Danke.